Du willst was machen? Alleine? Mit Baby? Ganz alleine? Du musst verrückt sein. Hallo ihr Lieben! Ich melde mich zurück und eigentlich wollte ich heute ein ganz anderes Thema behandeln. Also für die, die letzte Woche reingeschaut haben und den Ausblick gesehen haben und sich jetzt eigentlich gedacht haben, geil, jetzt kommt hier das Thema zur Kita. Ich muss euch enttäuschen, denn ich habe mich entschieden, heute doch etwas anderes zu tun. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, wer meine allererste Folge hier auf YouTube gesehen hat, ich habe zwar über meinen Auszug oder über unseren Auszug geredet, nicht aber darüber, dass ich dann auch wieder einziehe. Denn ich bin nicht eingezogen. Noch nicht. Ich wohne nirgendwo. Und was ich jetzt eigentlich mache, bevor ich dann natürlich auch irgendwann wieder einziehe, das erzähle ich jetzt heute. Viel Spaß dabei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich bin ausgezogen. Es war wahrscheinlich der schlimmste Monat meines Lebens. Und ich bin nicht wieder eingezogen, weil meine neue Wohnung ist erst ab Januar frei und es ist August. Und das war natürlich ein bisschen anders geplant. Und ich hatte es ja schon mal angekündigt, Wohnungssuche alleinerziehend oder frisch alleinerziehend in Elternzeit, fast unmöglich. Und dann habe ich über Vitamin B eine ganz tolle neue Wohnung gefunden. Und das Problem ist allerdings, dass Baugenehmigungen auch ziemlich schwierig sind hier in Hamburg. Und die Familie leider ihr eigenes Haus oder ihr neues Haus noch nicht fertigstellen konnten, weil sie haben erst jetzt angefangen, also im August, angefangen zu bauen. Insofern, eigentlich war geplant Einzug September und ja, ich habe dann irgendwie einen Monat frei. Aber nein, mittlerweile sieht es so aus, Einzug Januar. Ja, was mache ich? Ich habe dann lange über nachgedacht und dachte, okay, das letzte halbe Jahr war echt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Surprise. Und auch ziemlich anstrengend. Und ja, ich habe dann überlegt, okay, wie überbrücke ich die Zeit so ein bisschen? Und natürlich habe ich ganz, ganz viele Freunde und die haben mir alle ihr Gästezimmer angeboten und das hätte ich auch alles super machen können. Und natürlich habe ich meine Eltern, die wohnen nicht in Hamburg. Auch die haben natürlich gesagt, ja, dann ziehst du hier wieder ein. Und ich dachte mir so, boah, ein halbes Jahr zurück zu meinen Eltern. Ich liebe meine Eltern, ich habe ein ganz tolles Verhältnis zu meinen Eltern. Meine Mutter, ich werde es nochmal sicherlich in anderen Folgen erwähnen, aber meine Mutter, vielen, vielen Dank. Sie hat mir das ganze letzte halbe Jahr unglaublich geholfen. Aber der Ausblick, 6 Monate wieder bei meinen Eltern zu wohnen, im Gästezimmer, mit meinem Kind, nee, das war mir dann doch ein bisschen zu krass. Ich wollte die Beziehung gerne so behalten, wie es jetzt ist und ich hatte ein bisschen Angst, dass es dann vielleicht danach nicht mehr so gut ist. Und dann habe ich weiter überlegt und dachte, okay, er ist jetzt ziemlich entspannt. Ich hoffe, er bleibt so. Was könnte man dann machen? Und jetzt war es so, dass ich immer gerne gereist bin. Auch mit meinem Ex-Mann. Wir sind sehr, sehr viel gereist. Wir hatten immer das Ziel, 2 Länder in einem Jahr. Was natürlich jetzt mit Baby vielleicht ein bisschen ambitioniert ist. Also ich glaube, das muss ich nochmal überdenken. Aber nicht dieses Jahr, weil wir haben jetzt eine Reise geplant. Und ich habe am Wochenende Flüge gebucht. Ich habe immer drüber nachgedacht und wir wollten immer, auch als wir noch zusammen waren, wollten wir gerne gemeinsam Elternzeit nehmen und gemeinsam reisen. Jetzt bin ich allein. Aber heißt das, dass man jetzt nicht mehr reisen kann? Eigentlich nicht. Jetzt bin ich ein paar ganz tollen Leuten bei Instagram gefolgt, die auch zum Teil alleinerziehend sind und auch alleine reisen und habe festgestellt, die kriegen das auch hin. Warum sollte ich das dann nicht hinkriegen? Jetzt fangen wir erstmal ganz entspannt an. Ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern seit 2 Wochen und am Donnerstag fahren wir nach Stuttgart.
ist jetzt kein anderes Land, aber immerhin, ne? Stuttgart. Sind schon mal 2 Stunden mehr Autofahrt als von Hamburg zu meinen Eltern. Das heißt, wir müssen jetzt ungefähr 4,5 bis 5 Stunden am Auto fahren. Und das ist ja schon mal ein guter Anfang. Dann hat meine Schwester gesagt, ich hatte im September eine Woche frei, voll cool. Wollen wir nicht was zusammen machen? Ja, mega. Wie lange denn? Eine Woche. Okay. Also haben wir ein Zugticket gebucht. Erste Zugfahrt mit Baby. Wir zu zweit. Und dann fahren wir nach Österreich. Eine Woche. Dann fährt meine Schwester wieder zurück. Und dann kommen meine Eltern nochmal. Dann machen wir nochmal eine Woche. Dann fahre ich alleine. Hin fahre ich ja mit meiner Schwester. Dann wieder zurück. Okay. Wir reden also jetzt über Mitte September. Ist noch ganz schön lange bis Januar, ne? Gut, habe ich Flüge gebucht. Am Wochenende. Und wenn alles gut läuft, wird diese Folge genau zu dem Tag laufen, wenn ich im Flieger sitze, in die USA. Jetzt war ich natürlich schon in den USA. Aber auch da ist es erstmal nur der erste Schritt. Meine Gastschwester, ich war mit 15 ein Jahr in den USA, also schon ein bisschen länger her, gestern. Und die hatte mich eingeladen, die hat 3 Kinder, ist ein bisschen älter als ich. Ich habe ihr also vor einer Woche geschrieben, ich so, ja, ich würde gerne vorbeikommen. Wie sieht's aus? Im September. Klar, die freuen sich mega, also super. Haken dran, ich fliege jetzt nach Denver, Colorado. Da war ich zwar mal als 15-Jährige dann, aber nicht in Denver, sondern in den Bergen. Und wir waren mal zum Skifahren da mit meinen Gasteltern. Und also nochmal was Neues. Und jetzt kommen auch noch meine Gasteltern. Und das ist natürlich schon mal ein guter Start. Da bleiben wir jetzt für 2 Wochen. Wie bist du denn auf das Land gekommen, fragt man mich oft. Ja, also ich habe gegoogelt. Wo kann man mit Baby gut hinfahren? Dann habe ich alle Länder rausgestrichen, die in Europa sind. Weil Oktober, November, ne, Europa. Und überhaupt Europa. Bisschen langweilig. Habe ich rausgestrichen. Dann standen da natürlich so Länder wie Australien, Neuseeland. Habe ich rausgestrichen. War ich schon. Also alles, wo ich schon war, rausgestrichen. Dann war da noch, ich glaube, noch ein asiatisches Land. Habe ich auch rausgestrichen, weil irgendwie war ich jetzt mit meinem Ex so viel in Asien. Es wäre irgendwie wahrscheinlich im Nachgang ein bisschen sinnvoller gewesen, weil da kenne ich, also ich will nicht sagen, ich kenne mich da aus, aber ich weiß so ein bisschen, wie die Mentalität ist. Aber da war ich jetzt schon so oft und irgendwie wollte ich mal was Neues machen. Das letzte Land, was dann noch übrig war, nachdem ich das dann alles rausgestrichen hatte, war Costa Rica. Okay. Costa Rica ist Mittelamerika, für die, die es nicht wissen. Ich war schon mal Mittelamerika. Ich war nach dem Abi mal 4 Monate in Guatemala. Und Costa Rica ist das einzige Land in der ganzen, ja, im ganzen Südamerika-Bereich, was keine eigene Armee hat. Es hat sich zum Ziel gesetzt, sehr grün zu sein, also sehr ökologisch bewusst. Und es ist sehr touristisch. Normalerweise wäre das natürlich etwas, was ich eher nicht so geil finde. Aber jetzt mit Baby dachte ich mir, okay, es ist sehr touristisch, es ist ziemlich, ja, erschlossen, so wie man das hört. Und vor allem sind da auch die, es gibt keine großen Krankheiten und das Gesundheitssystem ist auch ganz gut. Das heißt, für den Fall, dass was passieren sollte, wir hoffen das natürlich nicht, wäre Costa Rica in der Hinsicht nicht so schlecht. Hatte ich jetzt Zeit in den letzten Wochen, einen Reiseführer zu lesen? Nein. Ich gebe zu, in den letzten Jahren hat immer mein Ex sich um die Route dann gekümmert und so. Ich habe dann immer mal gesagt, oh, das hört sich toll an. Ist das was Gutes? Liegt das irgendwo auf dem Weg? Können wir da hin? Ich habe schon lange keine richtige Reise mehr gebucht. Ich habe jetzt schon mal eine Nacht Hotel, nämlich an dem Tag, wo wir ankommen. Weil wir kommen an relativ spät und ich hatte dann keine Lust, noch irgendwo weit zu fahren und es ist dann ja auch dunkel und naja. Also habe ich in der Nähe vom Flughafen jetzt ein kleines Bed and Breakfast, was sehr gut sich anhörte bei Booking.com. Und das ist es. Ich habe noch einen Rückflug. Man braucht nämlich einen Rückflug. Und der Rückflug
ist Mitte November. Ich werde also den gesamten Oktober und die Hälfte von November, also insgesamt 6 Wochen, in Costa Rica sein. Was ich da mache, weiß ich noch nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ob ich vielleicht noch die Grenze zu Panama überquere, denn auch das war noch auf der Liste der babyfreundlichen Länder. Wer weiß. Werde ich alles durchplanen? Momentan sieht es nicht danach aus. Aber schauen wir mal. Habe ich ein bisschen Angst? Oh ja. Ich habe da schon Respekt vor. Und am allerkrassesten oder am meisten Respekt habe ich davor, wie kriege ich das eigentlich hin, mit Baby und Gepäck zu reisen. Ich habe mir die letzten Jahre immer einen Backpack geliehen. Ich bin viel gebackpackt. Ich liebe Backpacking. Und gerade jetzt nach dem Umzug muss ich gestehen, ich habe so viel Krempel. Ich war kurz davor zu sagen, Umzugswagen, fahr auf die Müllköppe. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, das ganze Einpacken hat mich gestresst. Die Vorstellung, dass ich das alles wieder auspacken muss. Alleine sein Kleiderschrank könnte wahrscheinlich 3 Kinder einkleiden. Und ich habe davon nichts gekauft. Ich bin nicht minimalistisch. Aber auf Reisen finde ich minimalistisch sein richtig gut. Aber bis jetzt habe ich es immer geschafft, einen Backpack für mich alleine zu packen. Und ja, ich hatte dann auch mal so 1-2 Sachen, wo ich sagte, ziehst du mal an, weil sonst hast du es gar nicht angehabt. Aber eigentlich ist es schon nicht so ohne. Und der Verkäufer, als ich ihm gesagt habe, was ich vorhabe, hat gesagt, nee, nee. Meine Frau erwartet gerade ihr 2. Kind. Nee, das geht nicht. Man ist ja gar nicht so fit. Wie alt ist das Kind? 6 Monate. Man ist ja gar nicht so fit, einen Backpack zu tragen. Der Beckenboden und so, sagt mir der männliche Verkäufer. Ich dachte mir so, ja, okay. Und? Dann wollte er mir einen Trolley verkaufen. So einen Rucksack, also eigentlich einen Trolley so zum Rollen mit Rucksackfunktion. Und dachte ich mir, ja gut, ganz ehrlich Leute, ich möchte keinen Berg besteigen mit Rucksack und Baby. Der Rucksack ist nur dafür da, dass ich das Gepäck vom Flughafen zum Hotel oder in den Bus oder ins Auto oder wo auch immer, ich weiß ja noch nicht, was ich mache, aber es geht eigentlich nur um das Transportieren, damit ich beide Hände habe, um mich um mein Baby zu kümmern. Ich werde noch einen Reisestroller dabei haben, den habe ich noch nicht gekauft. Ich gucke gerade, was es so gibt an Marken und was da praktisch ist. Ich brauche auf jeden Fall etwas, was in das Flugzeug reingeht. Und ja, dann habe ich vielleicht noch irgendwie eine kleine Tasche, weil so im Flugzeug oder so brauche ich ja irgendwie noch ein bisschen Handgepäck, irgendwie ein paar Windeln und was man halt so braucht. Und das ist es. Dann werde ich natürlich eine Manduka dabei haben, oder nicht eine Manduka, so eine Trage. Ich habe ehrlich gesagt eine von Ergo Baby, ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich bin auch mal gespannt, wenn ich dann so durch so einen Nationalpark irgendwie laufe ein bisschen. Dann werde ich ihn auf dem Rücken haben. Wo packe ich das Wasser hin? Wo packe ich die Windeln hin? Ich werde in den nächsten Wochen da ja hoffentlich noch Lösungen haben. Fakt ist, wenn alles gut geht, sitze ich jetzt gerade im Flugzeug. Und ich finde das schon ziemlich spannend. Ehrlich gesagt, die Videos, die ich in USA, Costa Rica etc. aufnehmen werde, die kommen natürlich mit ein bisschen Versatz. Aber für die Leute, die es überhaupt nicht aushalten können, folgt mir auf Instagram, hier mein Instagram-Account. Ich werde bestimmt das ein oder andere Foto posten. Vielleicht werdet ihr neidisch, vielleicht denkt ihr, oh Gott, was tut die Alte da? Vielleicht seht ihr, wie ich total verzweifelt irgendwo sitze und denke, Alter, was tue ich hier eigentlich? Wer ist denn auf diese bekloppte Idee gekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich bin richtig aufgeregt und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Und ja, also in ein paar Wochen werdet ihr dann Reiseberichte bekommen. Was habe ich denn jetzt eigentlich eingepackt in diesen Backpack, den ich da gekauft habe? Reicht das eigentlich? Habe ich Probleme? Musste ich was nachkaufen? Also es gibt ganz, ganz viele tolle Themen. Die kommen dann alle in den Wochen. Nächste Woche werde ich mich dann trotzdem um das Kita-Thema kümmern, weil das natürlich auch super spannend ist. Das werdet ihr dann sehen. Und ja, ich
Ich bin gespannt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, postet die hier rein. Weil das Gute ist, wenn ihr das hier seht, bin ich ja dann da. Und dann können wir sehen, wie die Reise weitergeht. Ich freue mich drauf. Also, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich freue mich drauf. Also, ciao, ciao.